Moin, ich begrüße euch hier bei der Bogensportwelt. Mein Name ist Christopher und ich präsentiere euch heute mal was von der Firma Stronghold, und zwar ein Backstop und eine Pfeilfangmatte aus Filz. Hier der Backstop und hier die Pfeilfangmatte. Okay, kommen wir erst einmal zum Backstop. Hier habe ich eine Zielscheibe gewählt, und zwar den Block Invasion. Das Ziel habe ich auf 30 Meter gestellt. Zum Beschuss der Zielscheibe habe ich erst einmal die Scorpions 2 von Xbo genommen, mit einer Bolzengeschwindigkeit von 370 fps. Das sind ca. 406 Stundenkilometer. Als erstes werde ich erst einmal ohne Backstop auf die Zielscheibe schießen. So, dann kommen wir mal zum ersten Schuss. Tja, und wie man hier deutlich erkennen kann, guckt der Bolzen ganz schön weit aus dem Ziel hinten heraus. Naja, und vorn schaut er nur noch 7 cm aus der Zielscheibe. Gut, kommen wir zum Backstop Premium Protect von Stronghold. Diesen Backstop gibt es momentan in den Größen 50x50, 75x75 cm, dann 1 m x 1 m und 1,25 m x 1,25 m. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie man hinten den Backstop an dem Block Invasion am besten befestigt. Ich habe hier zum Beispiel 4 Heringe aus einer Campingausstattung genommen, mit denen ich das Backstop dann am hinteren Ende der Zielscheibe befestige. Naja, ich sag mal, man muss nicht gleich eine ganze Campingausstattung kaufen, um diese Heringe zu bekommen. Man bekommt natürlich diese Heringe auch einzeln im Baumarkt. Na, das dauert jetzt aber ganz schön lange, nun seht mal zu. Und so sieht das Ganze dann von hinten aus. Ich werde jetzt wieder die Scorpion 2 nehmen von Xbo und dann schauen wir mal, wie der Backstop funktioniert. Tja, was soll ich sagen? Sehen Sie den Unterschied? Ich glaube schon. Tja, und hier sind das dann ca. 11 cm, die der Bolzen noch aus der Zielscheibe herausschaut. So, und hier nochmal zum Vergleich. Also ich würde mal sagen, ein Backstop hier bei dieser Zielscheibe lohnt sich schon. So, das gleiche Spiel machen wir nochmal mit einer Schaumscheibe Black Super Strong. Bis zu 70 lbs soll sie abhalten. Und zwar ist es von der Firma Stronghold. Die Maße sind hierbei 60x60 cm in Höhe und Breite und 20 cm in der Tiefe. Auch hier bearbeiten wir die Zielscheibe erst einmal mit der Scorpions 2 und führen erstmal eine Schussabgabe ohne Backstop aus. Eigentlich ist die Scorpions 2 ein Tick zu stark für diese Zielscheibe, aber schauen wir mal. Und wie man sieht, auch hier dringt der Bolzen recht weit in die Zielscheibe ein. Und um es genau zu nehmen, schaut der Bolzen ca. 16 cm noch aus dem Ziel heraus. Gut, dann werden wir jetzt hier auch einmal erst den Backstop befestigen. Zur Befestigung des Backstops nehme ich einfach 4 Haargummis, die, sage ich mal, in jedem weiblichen Haushalt erhältlich sind. Ansonsten kann man die Dinger auch in jeder Drogerie bekommen. Es gibt hier an der Zielscheibe eine Plastikverschraubung, die man leicht lösen kann. Unter diese Verschraubung kommt nun das Haargummi. Dann durch die Öse ziehen vom Backstop und das andere Ende vom Haargummi wieder unter die Verschraubung bringen. Dann auch das Ganze einfach festziehen. Ja, und da wir hier auch nicht stundenlang Zeit haben, sehen wir ein bisschen zu, dass du damit fertig wirst. Ja, und wie gehabt, schießen wir jetzt auch nochmal mit der Scorpion 2 von Xbo auf das Ziel. Und schau mal, wie sich der Backstop dann auswirkt. Boah, meine Güte, was ein Unterschied. Tja, und hier sind es ca. 25 cm, die der Bolzen noch aus dem Ziel schaut. So, das Ganze nochmal zum Vergleich. Oben ohne Backstop und unten mit Backstop. So, dann haben wir als nächstes die Pfeilfangmatte Max von Stronghold. Die Matte ist 2 Meter hoch und kann in beliebiger Länge bestellt werden. Auch hier habe ich die Matte in 30 Meter Entfernung aufgebaut. Als erstes haben wir hier erst einmal den Jackalope Zirkon. Die Fallgeschwindigkeit ist 184 fps, das sind ca. 200 Stundenkilometer. Dann schauen wir mal, was die Pfeilfangmatte so kann. Ja, ich würde mal sagen, Test bestanden, das sieht richtig gut aus. So, um das Ganze noch ein wenig zu steigern, habe ich hier von FX Airguns
Die Ranchero mit einer Fallgeschwindigkeit von 224 FPS, das sind dann circa 245 Stundenkilometer. Jetzt bin ich mal gespannt, was dabei so rauskommt. Boah, was für eine Ballerei. Aber auch hier ist zu sehen, dass diese Pfeilfangmatte aus Filz doch einiges abhalten kann. Ist schon bemerkenswert.